Heute stelle ich euch unseren vierten Speaker vom Bergischen Barcamp vor, Felix Heuer. Hallo. Felix, schön, dass du dabei bist, heute dir Zeit genommen hast. Du hast ja schon einen ganzen Workshop-Tag hinter dir. Du sitzt jetzt Ja. in Köln. Genau. Und ja, Felix, du hast bei unserem Barcamp, dein Vortrag hat den Titel Die Organisation der Zukunft, nicht warten, sondern gestalten. Das ist ja dein Leib- und Magenthema und als Geschäftsführer der Innovationsberatung Inno3. Bist du in den Unternehmen, um eben Innovation mit den Mitarbeitern in dem ganzen Unternehmen voranzubringen? Du bist Kulturarchitekt und das Thema Unternehmenskultur gehst du in vielfältiger Weise an. Genau. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und gibst schon einen kleinen Hinweis, was die Teilnehmer beim Barcamp erwartet bei deinem Vortrag. Genau, sehr gerne. Ich grüße euch ganz herzlich aus Köln. Ich bin Felix, du sagtest es ja schon, Leober Felix Heuer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Inno3. Wenn wir oftmals gefragt werden, was wir machen, ist es, wir bauen eigentlich die Kultur für das digitale Zeitalter. Ja, hört sich erstmal vielleicht mit einem Fragezeichen an, digitales Zeitalter und Kultur, wie passt das zusammen? Wir merken tatsächlich, dass ganz viele Innovationsmethoden wunderbar sind, aber dass sie tatsächlich erst bei den Leuten ankommen, wenn sie auch ins Herz gegangen sind und auch geübt sind sozusagen. Und das war für uns der große Punkt, wo wir gesagt haben, Inno3 gibt es jetzt ungefähr seit 6, 7 Jahren, wo wir gesagt haben, naja, wir brauchen, wenn wir von Innovationsmethoden reden, eigentlich auch die richtige Haltung dazu und die richtigen Systeme, also sprich das Organisationssystem, die das erlauben. Das erlauben darf ich das, erlauben das unsere Strukturen, erlauben das unsere Prozesse. Und letztendlich haben wir dann uns so als Kernstück so das Thema Kulturarchitektur auf die Fahnen geschrieben, wo wir sagen, wir gucken, wie es um die Architektur der Organisation bestellt ist, mit der Frage, wie funktioniert da eigentlich Führung, wie funktionieren eigentlich Strukturen, wie funktionieren Prozesse, was für Werte sind da. Denn Methoden sind schön und gut, aber wenn der Mensch und die Systeme und die Führung und die Zusammenarbeit da nicht funktioniert, dann kann man ganz viele Methoden machen und lernen und trainieren. Die werden aber dann nie umgesetzt, weil die Leute das nicht dürfen. Und manchmal so schmunzeln, wenn vielleicht da der tollste Kicker steht oder der tollste Billardtisch. Und dann frage ich manchmal, spielt da jemand? Und dann sagt man zu mir, nein, da spielt keiner, denn dafür müssen unsere Leute aufstempeln. Und das ist dann so eine Frage, so, ne? Wie passt das zusammen? Und genau das gucken wir uns an, wenn wir von Kultur, Unternehmenskultur, Kulturwandel sprechen. Ja. Ja, also die neuen Zeiten brauchen andere Formen der Zusammenarbeit, brauchen auch andere Formen der Führung, brauchen eine andere Kultur. Also ich erlebe das immer wieder, wenn es um Vertrauensarbeitszeit geht, die Ja, dann ja. auch sehr genau kontrolliert wird. Genau, die Vertrauensarbeitszeit wird kontrolliert, richtig. Guter Punkt. Ja, okay. So, das Bergische Barcamp, bei dem du ja einen der Vorträge hältst, gibt es in dieser Form jetzt im Bergischen zum ersten Mal, dieses Format in der Größe. Und es ist ein Experiment. Warum guckst du dir das an? Also ich finde es erstmal spannend, weil wir ja mit unserer Innovationsberatung auch aus Solingen kommen. Wir können jetzt ja auch sagen, naja, da gehen wir jetzt nach Düsseldorf oder nach Köln und gucken uns das, die Barcamps an oder ja, investieren uns da. Aber es ist schon, einmal ist es ein ganz strategischer Schritt, dass wir als Inno3 auch noch im Bergischen Land sind, weil wir glauben, dass es sowas auch noch nicht so da gibt und dass wir gerade als die Bergischen zusammenhalten müssen und die Unternehmer motivieren, ich sage mal auch ein bisschen mal wertschätzend provozieren, was kommt da eigentlich auf euch zu in der Zukunft? Und ich mich sehr auf den Austausch freue, auf den Austausch unter den Unternehmern, unter den Kollegen, Netzwerk zu bauen. Und ich das eine ganz tolle Idee finde, auch, ne, von euch zu sagen, wir gestalten jetzt mal sowas. Es geht jetzt da los und da ist das natürlich auch ein Herzensthema von Inno3, uns quasi das wirklich das anzutun, uns dazu investieren, uns auszutauschen, über spannende Themen zu sprechen. Ja, du hast ja selber schon unterschiedliche Erfahrungen mit Barcamps gemacht. Du hast selber welche besucht und Genau. du hast auch selber schon welche moderiert. Ja. Und
Das Barcamp-Format ist ja auch so eins, also diese Art ist ja eben auch eine innovative Art, miteinander genau. Wissen zu teilen, sich zu vernetzen, auf neue Ideen zu kommen. Ja, von dem her vermute ich, dass in deiner Arbeit auch dieses Format und diese Art eine große Rolle spielen. So, was ist für dich das Besondere von einem Barcamp und welche Erfahrung hast du schon gemacht? Was ist das, was es für dich ausmacht? Ja, also für mich ist das Besondere, dass diese Unorganisiertheit, aus der was ganz Tolles entsteht. Ich will nicht sagen Chaos, denn es ist ja nicht Chaos. Es gibt ja so ein bisschen wie beim agilen Arbeiten. Ne? Es gibt eine gewisse Struktur, aber man weiß nicht genau, was daraus entsteht und was da wirklich, was das für eine Energie bringt. Und das fasziniert mich so. Einerseits die Energie, die entsteht, wenn viele Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Perspektiven zusammenarbeiten oder auch erstmal sich austauschen und manchmal auch voneinander gar nicht wissen. Denn da habe ich tatsächlich eine Geschichte. Wir haben ein Barcamp bei einem großen Automobilhersteller in Süddeutschland moderiert. Und bei uns in der Gruppe saß tatsächlich der Vorstand da drin und wir wussten das gar nicht. Und wir sind ganz locker in den Austausch gegangen und haben da irgendwann so über ganz tolle Themen geredet und nachher kam der auf uns zu und sagte, hey, vielen Dank, das war richtig toll, ich konnte mal ich sein. Ja, also dieses auch Titel an der Tür zu lassen, einfach mit seinen Themen mal da reinzukommen. Ja. Endlich mal zu wissen, da sitzt jetzt der Geschäftsführer, da bin ich vielleicht doch ein bisschen vorsichtig, sondern einfach auf das Netzwerken einzulassen und manchmal gar nicht zu wissen, welche Position von welcher Hierarchie der da ist. Das hat ja auch was zum Thema Kulturveränderung zu tun. Wir arbeiten zusammen, egal vom Rang und Namen. Und das ist für mich das Schöne, bei so einem zu wissen, jeder hat irgendwie das gleiche Thema aus seiner unterschiedlichen Perspektive. Gemeinsam bringt es diesen Perspektivwechsel, diese Anreicherung von den verschiedenen Perspektiven einfach zusammen, woraus was Tolles entstehen kann. Das ist für mich dann wirklich die Energie, die da entsteht. Ja, ja, eine Sache ist ja die Kultur, die Unternehmenskultur der Zukunft. Jetzt Unternehmenskultur hört sich immer, ist in großen Unternehmen, in kleineren Unternehmen ist es ja einfach die Art und Weise, wie wir uns aufstellen und miteinander arbeiten. Das, was man tagtäglich tut und was oft gar nicht so bewusst ist, was man da tut und wie man es tut. Du hattest vorhin, das hat mich neugierig gemacht, über Culture Hacks gesprochen. Genau. Also, dass ihr so kleinere Hacks anbietet, dass sich was verändern kann. Vielleicht verrätst du uns dazu noch was. Richtig. Also wir haben ja, als ich das eben erzählte, warum wir uns auf das Thema Kultur fokussiert haben, vor einigen Jahren so ein Culture Board entwickelt. Im Prinzip ein Board, was so Kultur greifbar macht. Kultur ist ja echt immer so ein riesiges, schwammiges System. Und wir haben versucht, auf 8 Feldern mal darzustellen, was macht Kultur eigentlich aus? Und wenn wir in Workshops sind, versuchen wir wirklich ganz pragmatisch zu überlegen, lass uns mal ganz konkret für uns in unserer Organisation einen Culture Hack bauen, der uns an den Strukturen etwas verändert. Und so ein Hack muss man sich so vorstellen, also ein Hack ist ja eigentlich erstmal, wenn man sagt, es unterbricht was, aber aus unserer Perspektive ist es bewusst was Gutes, weil wir sagen, es unterbricht bestehende Strukturen, es unterbricht ein Betriebssystem, wie es immer läuft, man kennt das ja, haben wir immer schon so gemacht. Und dann passiert irgendwas, warum man es nicht mehr so macht. Und mit diesen Culture Hacks bauen wir tatsächlich ganz konkrete Maßnahmen, was sich zum Beispiel in puncto Kommunikation verändern kann, was sich in puncto Muster und Rituale verändern kann. Warum nicht einfach mal ein Muster unterbrechen, was man immer gemacht hat? Warum nicht mal einen Führungsmodus zu unterbrechen? Wie zum Beispiel, warum nicht einfach sich mal alle 2 Wochen den Fehler der letzten 2 Wochen mitteilen, zu sagen, ja, wir wollen hier positiv voneinander lernen. Das könnte ein Culture Hack sein. Wir gucken nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da drauf, was ist am Fehler passiert, sondern lass uns gucken, wem ist dieser Fehler passiert, damit er nicht nochmal passiert. Das ist ein Culture Hack. Oder zu sagen, wir mischen einfach eine Abteilung untereinander und versuchen mal in einen Perspektivwechsel zu gehen. Wir machen ein Lunch-Roulette. Die Leute gehen unterschiedlich mal miteinander essen und verabreden sich. So haben wir so eine ganze Box, und die werde ich auch vorstellen am Freitag, eine Box an Culture Hacks gebaut, wo man wirklich mit kleinen pragmatischen Mitteln, die stehen auf so einer kleinen Karte drauf, Dinge verändern kann, ohne jetzt ein riesen Kulturentwicklungsprogramm machen zu müssen und zu sagen, oh Gott, jetzt muss man die nächsten 2 Jahre sich erstmal auf Workshops einlassen. Denn so soll es nicht sein. Es soll pragmatisch sein. Und dann steht ja Stück für Stück dann auch durch so kleine Hacks der Kulturwandel. Okay. Ja, Felix, wir können, glaube ich, noch weiterreden. Ja, ich glaube auch. Machen wir Freitag. Genau. Das machen wir am Freitag, genau, beim Barcamp. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ja, bis dahin alles Gute dir und bis Freitag, bis zum Barcamp. Ciao. Ciao. Ciao.